Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich heute meinen Monk Magar wieder weiter. Und ja, ich habe den jetzt mittlerweile, wie ihr seht, hier schick transmogt. Ja, so quasi so im Ureinwohner-Style. Und wir werden jetzt einmal wieder ein bisschen weiter leveln durch Instanzen. Sind wieder eine volle Gruppe. Wir queuen einmal jetzt Burning Crusade rein. Und zwar... ja, mittlerweile Stufe 60. Wir haben es letztens relativ gut durchgezogen. 40 Level an einem Abend. Und jetzt wollen wir heute daran quasi wieder anknüpfen. Ich mache einmal den Timer an und eine Flasche habe ich noch hier. Achso, Drums wollte ich kaufen, ja. Muss ich dann der nächsten Innie kaufen. Also, die soll man anscheinend mit jedem Level auch einsetzen können. Deswegen wäre das eigentlich gar nicht so verkehrt, die noch mitzunehmen. So, wo sind wir? Natürlich einmal im Bollwerk. Wie soll es denn anders sein? So, alle Quests einmal annehmen und dann schauen wir mal, wie gut der Monk auf den Sack kriegt. Vielleicht sollte ich nicht am Anfang hier gleich alles zusammenpullen. Wäre vielleicht nicht so verkehrt, ne? Ach ja, komm. Bisschen was, jetzt testen wir den Heiler mal, ob der was drauf hat. Ja, jetzt bin ich schon und Level auf. Gut, ich war kurz vor 61, ne? Das letzte Mal noch relativ viel End-EP gekriegt. Und ich habe gerade entdeckt, dass man also auch mit Stufe 59 schon rein kann, hier in den Laden. Also das geht tatsächlich. Oh shit, okay, wir haben alles. Das, so viel wollten wir nicht pullen. Ich mache mal einen Master rein. Ich bin voll weggestunt. Naja, gut. Geht sogar. Achso, eigentlich wollte ich mir ja die Flagge nochmal holen, aber ich werde den Ruf leider noch nicht haben. Ne, ich bin immer noch neutral, ne? Gut, ich habe jetzt aber auch noch nicht die Dings geholt. Den Wappenrock, ne? Da gibt es ja so einen, dass du nochmal ein bisschen mehr Ruf kriegst. Wobei ich jetzt mit dem wahrscheinlich eh so schnell leveln werde, dass... ja, das ist nicht mal wirklich lohnt jetzt mit dem Wappenrock. Ach komm, was ist denn der Heiler schon wieder, AFK? Steht da einfach nur rum. Was ist mit dir? Alle Keybinds neu setzen. Ja, dann sag doch was. Weiß ich nicht. Für was bist du im TS? Ja, weiß ich nicht. Das ist halt immer gammelig. Einfach mal nicht heilen ist halt ziemlich gammelig. Keine Ahnung. Dann macht das halt nach oder vor der Inis. War ja jetzt eigentlich absehbar. Naja, es ist schwierig, gutes Personal zu kriegen, ne? Das ist mal nicht leicht. Oh, die Vieren. Ne, jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also bis jetzt in Classic ist es relativ gut gegangen. Ne? Also da hast du verdammt viele P gekriegt. Hier wird es natürlich jetzt nicht mehr ganz so schnell gehen. Also ich vermute jetzt mal nicht, dass wir oder dass ich 10 Level jetzt mehr in einer Stunde quasi durchkriege. Aber wir gucken mal. Ne? Schauen wir mal. Ich habe ja den 50% Buff drauf. Und den 10% Buff, ne? Ein Ding hatte ich jetzt zumindest nur über. Ich habe mir mal 5 Tränke gekauft und ja, da zehren wir jetzt noch ein bisschen von. Ja, heute wird direkt gecuttet. Einmal nicht geheilt, cut, raus mit dem Schmutz. Ja, jetzt lachst du noch, ne? Und dann, wenn du allein auf der Straße hockst, dann vergeht dir das Lachen. Wir müssen jetzt halt bloß gucken, dass wir nicht wieder den ganzen Laden da hinten pullen, ne? Was haben wir denn eigentlich? Wir haben jetzt diesmal einen DK, einen Mage, einen Druid Heal und nochmal einen Mage. Ich glaube, die Mages sind die von letzten Mal, die schon so rein sabotiert haben. Gut, dass wir die wieder dabei haben, ne? Die ganze brauchen die Mages. Na shit, jetzt kommen natürlich da wieder alle. Ich stun die mal. Okay, sie haben mich gestunt. Lass mal gucken, dass wir wirklich hier komplett links bleiben, dass wir den einen hier nicht pullen, der jetzt gleich zu uns kommt. Lauf ein Stück. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück. Fuck, ich bin voll gestunt. Und ich bin down. Ja, die wollten wir gerade nicht pullen. Wir sind genau in der Mitte stehen geblieben, wenn dann vor oder zurück. Nächstes Mal mag ich die Mobs. Da rennt immer einer von rechts nach links, ne? Und den darfst du halt nicht adden, sonst kommen alle von der anderen Seite, wie es eben der Fall war.
Glück ist der Buff bleibt ja drauf, ne? Da hast du nicht die Probleme. Wenn der jetzt weg wäre, dann wäre das jetzt ein bisschen bitterer gewesen. Weil du musst halt dafür immer 5 von diesen neuen Marken ausgeben, die man unter anderem halt auch fürs Mount braucht. Und naja, ich sag mal so, es war schon schmerzhaft, die Marken auszugeben, ne? Ich hätte sie lieber fürs Mount verwendet, um ehrlich zu sein. Aber das macht man nicht alles, ne? Um ein bisschen mehr EP zu kriegen. Ich wollte halt jetzt mal mit dem testen, wie schnell man da hochkommt. Denk mir, der Kommende hat noch genug von den Teilen. Und wie viel habe ich jetzt? 2 Vorräte. Braucht von euch noch einer Vorräte? Ich habe noch gar keinen. Wunderbar. Habt ihr schon alle reinschnabuliert? Na gut, dann hole ich jetzt mal hier die letzten. Wobei, wir werden wahrscheinlich ins Bollwerk, vor allem wenn wir Glück haben, noch ein paar Mal reinkommen. Dann sollte das eh nicht das Problem sein. Ist einer von euch Feuer und der andere Arcane-Mage, oder wie? Gestern auch schon. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so aufgepasst. Der eine macht damit schon, der andere nicht. Genau, der eine macht Damage, der andere repariert. Warte mal, wer von euch ist denn welcher Mage, dass ich da mal. Wer macht. Oder jetzt fragen wir Mal mal gucken, so. ob du es rausfindest. Sagen wir es so. Mal gucken, ob du es rausfindest. Mal gucken, ob du es rausfindest, okay. Naja, gut, da du eben TS genauso wie dein Char heißt, ne? Und ich nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, ne? Außer du bist so ein cleverer Typ, dass du deinen Char-Namen vom anderen geklaut hast. Nee, nee. Also du bist nicht so clever. Gut, danke, dass wir das geklärt haben. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Okay. Welcher von euch beiden hat denn gestern rein sabotiert mit immer alles pullen? Ich glaube, das war der Magard-Hiller. Ach, der war das. Ach so. Ist das Der so? immer seine Fässer überall reinwirft, ja. Der böse Typ war das. Arcane geht im Low Level böse ab. Also jetzt sehe ich gerade, ne, dass der eine Mage wesentlich mehr als der andere macht, wenn wir das jetzt mal gucken. Also deutlich. Dafür ist das Mana-Haushalten echt schwierig. Glaube ich, ne? Du bist Arcane dann. Er ist Feuer, okay. Und Also den sobald du. Bruno habe ich heute schon in der Ini getroffen. Zufall. Echt, okay. Ja Das gut, ihr ist Pech, musstet ja noch dass ein ich nicht. bisschen. Ihr musstet ja noch ein bisschen nachleveln, ne? Und er musste ja eigentlich am meisten nachleveln, fällt mir gerade auf, ne? 16 Level hat. Ja. Hast du dann. Wie lange hast du gebraucht nachmittags, das nachzuleveln? 4 Stunden. Okay, ja, gut. Ging ja wahrscheinlich ein bisschen langsamer als mit einer vollen Gruppe, oder hier? Wir waren volle Gruppe sogar und wir haben auch so viel wie möglich abgekürzt. Okay. Aber es waren halt immer die Kack-Dungeons, die schlimmsten Na. schlechthin. Ja, gut, klar. Das macht halt so viel aus, ob du eine gute Dungeon kriegst. Das ist halt schon, weiß ich nicht. Ein bisschen Irgendwann hatten wir nervig. den Tempel. Tempel geht klar, ja. Die geht halt auch klar, die Inni. Das ist halt super duper. So, wo bleibt unsere P? Ja, 122.000, das ist doch ordentlich. Ab bis sie macht Wollen Fire wir Quest mehr, sich okay. fertig machen, oder? Ach so, ja, lass die Quest mal noch einmal machen. Drüben den Dude, 20, was bringt's? 20k, ja, komm. Stimmt, ja, wir haben ja Quests. Dann lass sie noch mal, lass sie kurz fertig machen, die Inni. Hatte ich jetzt nicht dran gedacht. Also normal gehst du jetzt quasi ab dem Zeitpunkt raus, ne? Aber wenn du natürlich die Inni das erste Mal machst und die Quest noch mitnimmst am besten, dann lohnt sich's eigentlich schon hier. Gut, übrigens 2 Schilde für dich. Was, 2 Schilde hast du? Seit wann hat denn der Heal-Ding so viele Schilde? Ich dachte. Ja, Icewalker kommt jetzt auch. Ja, aber das ist ja kein Schild. Theoretisch schon. Naja, das ist ein Damage Reduction Effekt. Ist ein Schild. Nein. Ein Schild ist Absorption. So, und das ist nur rausbringen und ein. Okay. Und Ironborg ist ja Re Damage Reduction. Also, es tut ja kein.
quasi, es verringert nur den Schaden, den du bekommst, das andere absorbiert ihn komplett. Das sind zweierlei Paar Schuhe. Ist ja auch zu OP, wenn ich das hätte. Ja, Dudu hat ja schon einen Haufen Hotz, ne? Deswegen wundere ich mich gerade, dass du zwei Schilde hast, das wäre mir neu. Ich habe jetzt zwar einen Druid hier schon eine Weile nicht mehr gespielt, aber naja. Also ich finde Bollwerk auch die beste in Union. Nein, hier bin ich noch nirgends runtergerollt in Bollwerk. Bis jetzt habe ich mich voll im Griff hier. Läuft zumindest jetzt noch. So, jetzt bin ich am Überlegen, ist raus, reinporten schneller oder rumlaufen? Na, ich glaube, da bist du schneller runtergelaufen als zweimal Ladebalken. Ja, jetzt kann ich hier runterjumpen. Jetzt ist ja wurscht. Jetzt ist das ja vollkommen egal. Jetzt muss ich ja sogar runter für dieses Quiz-Quest abgeben. Nicht mal, wenn du irgendwo anders versehentlich runterfällst. Dann ist ja. Gut, ich sag mal so, ne? Das muss ich irgendwie sagen. Aber ich bin das letzte Mal nur einmal runtergerollt von dem her. Schau, deswegen ist das Doppel-Speedroll-Ding am besten. Ja, schau, das hat jetzt schon mal recht gut EP gebracht, ne? Die ganzen Quests abgeben. Und dank dem Addon geht das relativ zügig, wie ihr gerade gesehen habt, ne? Da macht das dann, ne, einmal automatisch alles. Da ist das dann relativ schick. So. Ja, gleich. Schon wieder die Hälfte, sogar mehr als die Hälfte wieder vom Level dann hoch. Ich bin jetzt zwei Level in der Instanz aufgestiegen. Perfekt. Ja, weil der eine noch so low ist. Eigentlich müsstest du immer einen einladen. Das wäre eigentlich ideal. Lädst immer einen ein, der auf 58 ist. Dann kommst du nämlich immer nur hier rein. Das könntest du halt wirklich machen. Nicht so weiter. Ich mach gleich nochmal einen Master rein. Sind gestunt. Kommt aber die Dings von hinten gleich. Also hier könntest du es wirklich machen. Aber ja, wir jetzt eine volle Gruppe sind, ist ein bisschen blöd. Müsst mal einen loswerden. Wenn ihr einen Stun habt, nutzt ihn. Oh, jetzt bin ich weggestunt. Ne, das war zu viel. Wir haben keinen Stun mehr sonst, oder? Ich bin es gerade überlegen. DK. Kann der nicht? Hat der nicht irgendeinen Mastern? Die Mobs sind ein bisschen bitchy. Die immer, wenn du Low drops, hauen sie dir noch einen Stun rein, dann kann ich nicht mal meinen Tank-CD ziehen. Ja, stimmt, Eisketten, aber Eisketten ist ja essenceless. Hat der DK nicht diesen Scheiß, dass du alle um dich rum einfrierst? War das nicht irgendwie sowas? Oder haben sie das rausgenommen mittlerweile? Das hat, weiß ich aus der Arena immer noch, dass du da zusammen eingefroren wirst nach einer Weile. Naja, mit dem Magier musst du immer aufpassen. Die hauen überall ihren Shit rein. Ich muss jetzt mal hier die Dings ändern. Meine Active Mitigation ein bisschen rüber basteln. Nee, 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 gefiert wird hier nicht. Aber wenn die nicht stunnen würden, dann könntest du halt easy eigentlich hier ein bisschen mehr zusammenpullen. Unbarmherziger Winter. Ja, genau, das war das, glaube ich. Das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint. Ich stun die gleich nochmal. Schauen wir mal, was das nochmal geht. Das hat doch erst ein paar Sekunden gedauert. Ich habe meinen Chat noch nicht umgestellt, sehe ich gerade. Freigeben, dann kann ich den ein bisschen größer machen. Weil bei unbarmherziger Winter, da konntest du, glaube ich, die ganzen Mobs zusammen freezen. Das hat irgendwie ein paar Stacks musstest du warten und dann hat es, glaube ich, alle gefreezt oder so. So, lass mal diesmal gucken, dass wir da vorbeikommen, ohne dass wir alles adden. Du kannst eigentlich nur die linken Gruppen machen, das funktioniert, wenn du halt schnell durchläufst. Also den hier wollen wir nicht adden. Den hier.
Könnt ihr den da hinten in Silence geben, dass der Einen habe ich rauskommt? schon. Ja, also den anderen am besten auch noch. Dann die 12 mal. Sekunden. Hier könnte ich. So, oder wenn wir jetzt schnell sind, da einfach durchlaufen und ihn umboxen. Jetzt kommt wahrscheinlich der eine. Ja, jetzt kommt der zurück, 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 zurück. Jetzt. Ja, deswegen meine ich zurück. Ja, und ihr habt die anderen auch geedit. Das war jetzt mal Käse hoch 10. Bin gestunt. Genauso nicht. Du musst halt, wenn dann vor oder zurücklaufen, ne? Aber da genau stehen bleiben, wo der rankommt, das ist Kacke. Der ruft halt immer alle anderen her, ne? Und dann hast du halt immer alles an der Hacke. Den müssen wir schon auch killen, sonst läuft uns die ganze Indie nach und edit noch mehr. Das ist halt original wieder alles hier weg, ne? Eieieiei. Die andere Alternative ist, wir machen dann einen großen Mars-Pull. Und, ich stun die einmal, hau alles rein und lauf dann weg und ihr nuket die nieder. Das könnten wir auch probieren. Müssen halt bloß da schnell vorbeikommen, ne? Aber ich weiß halt nicht, das geht wahrscheinlich nicht gut unbedingt. Einmal kann ich halt Mars stunnen, ne? Das war's dann halt auch. Besten ist dich gemahnt. Weiß ich nicht, ist dieses Eis-Ding. Ich stun die mal. Ist dieses Ding beim Dekan ein Skill oder wie sieht das aus, dass du da Mars CC'n kannst? Du, reck du mal, dann pull ich nur die beiden. Oder tust dir halt schon ein bisschen leichter, wenn du halt viele Mars-CCs hast, ne? Weil dann kommt von den Gegnern gar nicht viel. Ah ja, oder du steigst Level ab, dann bist du auch wieder voll gehalten. Das ist auch mal ganz praktisch. Naja, das geht schon ganz gut ab. Drei Level habe ich jetzt schon gemacht. Das passt eigentlich. Ich muss auch nochmal einen Monk-Buff holen, ne? Den quasi von Level 60 habe ich noch nicht geholt und den Daily-Buff habe ich auch noch nicht geholt. Das muss ich nachher noch machen. Bin noch überlegen, ob wir Dings queuen. Wie heißt hier Wottel, aber irgendwie, na, nach dem letzten Mal, wo man Ausmerzen von Stratholm drin war, möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Also, ich da ein bisschen so voreingenommen. Oh, ich bin halt nur gestunt, ist das ätzend. Am besten wäre es halt, wenn du dich hier irgendwie hochbuggen könntest, ne? Weißt du, direkt zum Endboss. Das wäre halt am idealsten. Aber leider würde das wahrscheinlich nur mit DH gehen. Und der ist ja vom Level eh schon zu hoch, also hat sich das schon wieder erledigt. Jetzt sehe ich schon, hier jetzt dreht der Feuermage auf, ne? Also, Oh, so langsam. da muss ich nachholen, Sekunde. Naja. Mana rauspulvern. Ja, aber so, sowohl Feuer als auch Arcane sind ziemlich stark, wenn du es jetzt vergleichst mit einem Rogue oder sowas. Da bist du da wesentlich drüber. Na gut, komm auf noch einen Bollwerk-Run. Schauen wir mal. Ja gut, jetzt ist er halt auch Level 60, ne? Schauen wir mal. Na? Ist das nochmal Bollwerk oder ist es die andere? Schick, drei Bollwerk-Runs hintereinander. Ja gut, am Anfang ist es, kommst du da noch relativ oft rein.
Oh. Und im Stunlock hier. Na, geht's jetzt. Na komm, die da drüben können wir noch mitnehmen. Was dann kommt. Bloß mein Stun hat ein bisschen zu lange Abklingzeit, das ist nervig. Was hat denn der? Naja, 50 Sekunden. Könnt gern bei jeder Gruppe ready sein. Es war noch so schön, als du hier ziehen konntest, ne? Und dann quasi einfach immer nur Bollwerk basteln. Aber die Zeiten sind leider vorbei. Oder dann auch noch der Kara-Run ging und sowas. Das war halt eine schicke Sache. Vor allem, also ich glaube, schneller als in der Kara-Zeit hast du halt nirgends gelevelt. Dann hast du teilweise in 6 Minuten ein Level gemacht. Das schaffst du jetzt nicht mehr. Also gut, vielleicht ganz im Low-Level, das ist klar. Aber jetzt nicht mehr in den höheren Level-Bereichen. Echt schade. Den habe ich gern gemacht. Aber der war auch spaßig, ne? Weil du am Anfang noch gucken musstest, dass du einigermaßen skillig durchgekommen bist. Vor allem also mit Tankklassen ging das halt immer ganz gut. Also hattest du dann auch ein bisschen Abwechslung. Mann. Jo, ich reck gleich. Wie es mit dem Gaming-Stuhl aussieht, der ist mittlerweile bei mir dort. Ich habe ihn zwar noch nicht aufgebaut, aber da stehen tut er. Wenn die es mit dem Ziehen rausgenommen haben, in naja, sie haben ja nicht wirklich das Ziehen an sich rausgenommen. Warte mal, wenn ich den hier pull. Okay, jetzt kommt ein bisschen was. Wenn ihr es schafft, die hinteren einmal zu interrupten, wäre es super. Ja, ja, der kommt. Lauft mal nach hinten, lauft mal nach hinten. Geht mal weg da. Kommt mal komplett weg. Ah, die. Okay, aber wir haben nur eine Gruppe. Das können wir noch machen. Das Master dann kommt. Geht von den Mobs weg. Ich bin voll weggestunt. Ne, ich bin down. Ach, das ist so kacke. Ich kann nie mein CD ziehen, weil die stunnen mich und hauen mich dann jedes Mal um. Ich brauche eine Insigne für die scheiß Innie. Das nervt. Lauft einfach mal ein bisschen nach hinten. Ich guck, dass ich wieder ranlaufe. Jo, ihr könnt, bin wieder dran. Gab's nicht auch eine Heirloom-Insignie? Ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich mir einfach die Heirloom-Insignie anlege, weil es kann manchmal so viel stärker sein als alles andere. Das ist halt das Ätzendste, was es gibt, wenn du deine Tank-CDs ready hast, du aber nicht ziehen kannst, weil du im CC bist. Ich meine, früher gab's nämlich eine, jetzt gucke ich mal. Hier, entfernt alle bewegungseinschränkenden Kontrollflächen. Also, theoretisch könnte ich halt wirklich die Insignie anziehen, ne? Was hat denn hier ein Abklingzeit? 2 Minuten. Nee, die laufen schon ab, aber das ist buggy, ne? Weil, ja, einfach der Timer nicht angezeigt wird, aber es geht runter. Also nach einer Stunde ist er weg, ne? Der bringt halt 10% mehr EP. Bloß die Anzeige, die funktioniert halt irgendwie nicht, warum auch immer, ne? Ist ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Ich merke schon, der Delay ist wirklich minimal jetzt. Also das ist echt gut. Nicht so wie gestern, wo ich dann irgendwie
fast eine halbe Stunde Delay hatte, ne? Weil über das, weil es über Raystream rumgespackt hat. Wenn ich einen Slow oder noch irgendwas hätte, dann könnte ich die Mobs ein bisschen kiten. Und die haben jetzt bei den meisten Tanks irgendwie diesen Slow weggenommen. Beim Drill Tank hast du ja vorher auch einen Slow gehabt, ne? Und den haben sie leider auch rausgenommen, was sehr, sehr schade ist. Also du hast vorher mit Hauen slowen können, und Hauen hat es ja eigentlich immer auf die Mobs drauf, weil es halt der Angriff ist, der den meisten Schaden verursacht hat. Oder immer noch. Oh, die hätten jetzt fast geedit, ne? Ich habe mal was gepostet, also das würde slowen, wenn du es richtig timest, ansagst, könnte ich die slowen. Einmal Puls, aber das hat jetzt auch 3 Minuten. Oh, ich bin wieder gestunt. Ich bin gestunt. Ich hasse dich. Warum? Weil du so viel findest. Ja, weil die mich immer stunnen und dann sterbe ich halt. In dem Kack-Stun, das ist so ein Jix, echt. Ich konnte jetzt noch kein einziges Mal mein, wie heißt es denn hier, stärkendes Gebräu einsetzen, weil immer dann, wenn ich es brauche, ich weggestunt bin. Das ist eine Wix-Inni, echt. Nee, ich habe leider keinen Banner mit dem. Ich habe nur ein Dings. Nee, es wäre halt, weißt du, also so ein Overall-Slow wäre halt gut, den du mit normalen Fähigkeiten drauf machen kannst. Um das geht's, weil ein Cooldown, ja, ist nett an sich, aber bringt jetzt nicht so viel. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von denen. Habt ihr einen Banner? So einen Gilden-Banner? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich nicht. Nee, weil wir haben halt allgemein ziemlich schnell gelevelt, deswegen, ja. Du musst halt erst den Ruf hochballern, ne? Ich skill mal kurz was um, dass man crittet. Was ist mal hier? Lass das, stärkende Gebräu. Hey, das kannst du nicht immer op haben. Direkt doch mal. Was ist dann? Das hat 7 Minuten Abklingzeit. Kannst du nicht immer op haben? Die Mobs zu looten auch wegen dem Blut. Ja. Ja, wollte gerade sagen, dass die Active Mitigation meinst du? Ja, komplett immer kannst du nicht abhaben. Aber wenn es geht, sollte man es halt drauf machen. Ja, das ist richtig. Komplett immer kannst du es ja nicht, weil du die gleichen Stacks ja auch mit Dings raushaust, weißt du, mit hier reinigen, dass du es wieder runterbastelst. Schauen wir mal, können wir den Wichtel Range kicken? Dann sind wir. Du musst halt gucken, je nachdem, wie viel Damage du reinkriegst, haust du halt lieber den kompletten Stagger-Staffelzeug runter, als dass du noch mehr Staffelst, weißt du? Aber prinzipiell ja. Krieg ich denn jetzt meinen Wirbelshit hier? Der müsste ja auch bald mal kommen. Mit Stufe. Mit 5, ja gut, mit 75 kann ich erst das nächste, und das kommt dann erst mit 90. Ja gut, das dauert noch ein bisschen. Oh, habe ich das nicht mit dem anderen Monk-Tank früher gehabt? Mir war so. Nee, anscheinend echt nicht. Hast du dann, glaube ich, nur noch mit dem DD so früh, mit dem Heiler. Könnt ihr den einen, den rechten. Genau, wunderbar. Dann kommt nämlich die eine. Oder er läuft natürlich rein. Das war jetzt. Jetzt hat ihn der Mage extra so schön interrupted, ne? Wo ist sein Held?
Sabotage? Ja, aber voll. Sabotageheiler. So, denkt sie, die ist raus. Jetzt habe ich ihn zumindest mal einmal ziehen können hier. Jetzt habe ich 7 Minuten CD drauf, na wunderbar. Das ist ja ein geiler Diff. Ich weiß nicht, irgendwie, also die CDs von Monk Tank sind halt irgendwie ziemlich scheiße. Ja, also. Gut, du kannst halt hier ziemlich viel staffeln. Also, wenn du einen großen Hit kriegst, kannst du da schon. Ja, stimmt, ich wollte die Mobs looten. Ja, wohl, 10 habe ich schon. 10 ist schon mal gut. Wir haben ja gestern auch geredet darüber, dass die Druiden total so schlecht sind in den Dungeons. Ich ja. habe den ganzen Tag Druiden Tank gespielt, aber irgendwie habe ich da gar keinen Unterschied gemerkt. Nee, waren wohl eher dann die Spieler. Ja, wollte gerade sagen, weil ich fand Druid Tank nicht so verkehrt beim Leveln. Vor allem richtig nice, weil da halt 5 Devs insgesamt. Ja, du hast ziemlich viele Dev-CDs und du kannst die ganze Zeit durchheren, ne? Du hast halt nicht so das Problem, dass sie. Dass du dann mal halt auch im Low-Level keiner eh mehr ready hast, ne? Das hast du bei den anderen Tank-Klassen, vor allem beim Monk jetzt, ne? Wenn du nur das Fass hast, dann ist es teilweise schon gammelig. Gut, wir werden jetzt eh adden. Zwing den nächsten an, hier zu stunnen. Und nochmal, und nochmal. Müssen wir gucken, ja, dass ich mein Gebräu ein bisschen mehr oben hab. Ist schon richtig. Da kannst du dann auch noch ein bisschen was machen. Du kannst es beim Monk anscheinend besser als beim Druid Tank zumindest oben halten. So, jetzt müssen wir dann mal aufpassen. Jetzt haben wir ziemlich viel am. Im Sack, vor allem die Minen sind ein bisschen fies. Dann mal noch. Oh nein, ich habe jetzt genau in dem Moment gestunt, als du sie weggekickt hast. Jetzt wurde kein Mob gestunt, weil sie mir aus dem Stun rausgekickt hat. Ging der Stun komplett ins Leere. Du hast trotzdem überlebt, bis jetzt. Ich wollte gerade die Mobs alle vor mir stunnen, ne? Drück das in dem Moment, kickst du die weg und keiner kriegt einen Stun ab. Weil alle natürlich nicht mehr vor mir stehen. Ich die gerade so schön zusammengezogen gehabt. Ei. Erst ab 100, ja. Nee, ihr Monk ist nicht schlecht, da kann man nichts sagen. Der kriegt. Also so, eigentlich ist es halt Tank wichtig, die Hardhits zu überleben, wenn du einen krassen Hit reinkriegst, ne? Damit machst du eigentlich am meisten Wett. Hast du den gelootet? Ja, ich meine schon, gestunt sind sie alle. Pass auf, da kommt jetzt gleich viel Bomben. Ui, scheiße, ich bin 5 Sekunden gestunt. Und nochmal nachgestunt. So, jetzt kann ich dir den Typen abnehmen. Ja, doch, den Boss. Ich muss jetzt mal die ganzen Quests rausschmeißen, die ich, die ich nicht mehr machen werde. Ja, Düsterbruch, ja. Werde ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Ich kam davor auch in das Ding, in den Dungeon, wo am Ende immer ein Baum zum Boss kommt. Und ja, da sind erstmal direkt viele Leute gequittet. Glaube ich. Mann, ich bin halt genau den kompletten Kampf gegen diese Mobs hier gestanden, ne? Ich pulse. Dann kriege ich einen Hammer ins Gesicht und wenn sie sterben, dann komme ich wieder raus. Wunderbar. Das wollte ich mal nachher. Ich wollte hier die Düsterbruch-Quest abbrechen, weil die werde ich ganz sicher nicht mehr machen. Haustierkampf. Spezial. Was ist das hier? Achso, nee, das können wir. Warte mal, das muss ich sogar noch machen hier. Mane kurz. Wählen wir mal das hier aus. Dunkle Portal-Quest. Kriegst du immer noch die Pre-Quest? Naja, kann man mitnehmen, kriegt man noch ein bisschen EP.
Was haben wir dann noch so? Die Mönch, das Bräuner, alles okay, passt. Die kann ich mal ausblenden hier, die anderen Quests. So. Kannst du doch die. Ah, jetzt okay, es hat gebackt. Warum, was kriegst du mit Level 100, was dann so viel besser ist? Jetzt müssen wir mal gucken. Ja gut, das Schild kriegst du, ne? Das finde ich auch noch gar nicht so verkehrt. Wobei, das tut halt nicht mehr so viel absorbieren, ne? Hier in MOP, als der Monk Tank rauskommt, fand ich das Schild echt krass, da hat das richtig viel absorbiert. Definitiv ist Düsterbruch die beste Ine, ja, ich liebe die total. Jetzt schauen wir mal. Für sowas könnte man sich auch eine Week Hour machen. Naja, 75% ist halt schon viel, was du dann mit Staffeln runternimmst, ne? Ist schon klar. Halt, da drüben müssen wir hin. Ja, die geht eigentlich auch noch, die Inni. Die andere ist halt wesentlich schneller, ne? Also Bollwerk, da bist du halt, kannst du halt in unter 10 Minuten durch sein. Deswegen, ja. Und im Endeffekt kommt es ja nur auf die NDP an, ne? Das ist ja das Krasse. Hier von den Mobs kriegst du jetzt nicht so viel, ne? Klar, gut, obwohl 1000 sind das jetzt gerade, was ich für einen Mob krieg. Ne? Und für den Abschluss bekommst du halt irgendwie 130.000 oder so. Weiß gar nicht, ob du so viele Mobs hier killst, dass es genauso viel wäre wie der Abschluss. Ich meine nicht mal. Mal schauen, jetzt sind wir 36 Minuten in der Game. Naja, 5 Level habe ich gemacht. Ja, gut, da geht mehr. Also ich denke mal, die 10 Level pro Stunde, das werden wir sicher nicht mehr packen. What the fuck, was habt ihr jetzt gepult? Ich stun die mal. Ich habe jetzt nichts mehr ready. Oh, shit. Jetzt gibt's Damage hier. Damage. Ja, aber ich denke mal, so 5-6 Level kriegt man immer noch hin. Dann kann man, ja. Ich denke mal, also wenn wir heute ein bisschen durchziehen, auf 80 können wir kommen. Und dann ist ja eigentlich schon der größte Teil einmal durch. Ich habe jetzt gerade meinen CD noch gezogen. Jetzt habe ich wieder 7 Minuten Abklingzeit. Ja, das ist halt ewig. Also kein anderer Tank. Ja, aber kein anderer Tank hat so viel Abklingzeit drauf, ne? Mich wundert das echt. Doch, Paula hat auch ein 7-Minuten-Ding. Aber ich glaube nur der CD dann. Ja, ich rede jetzt von Tank Dev CD. Nee, Paula hat wenig. Du hast als Paula hast du dieses komische Aufopferungsding. Ist, glaube ich, auch 3 Minuten. Und Dudu sind es auch 3 Minuten. Der Warrior, ich glaube, der Shield Wall ist auch 3 Minuten. Meine ich. Die da hinten können wir aus... Also, die linken können wir ausskippen zumindest. Okay. Ja, die hier müssen wir machen, die rechten. Dort. Ich ziehe schon mal die Mobs raus, ich hitze mal an und kommt einfach hier um die Ecke. Kommt zu dem einen Typen hier noch, der den Heiler hittet. Zu dem hier, dann kommen sie nämlich alle ran. Einmal ganz um die Ecke rum. Kannst du nämlich hier cleaven, das ist ganz praktisch. Dann immer Master on rein. Voll cool auch mit Typhoon und dem. Ja, da hast du ein Dings gefunden, ne? Kannst dann du alle auch einmal. Und dann kannst du den Dot dann drauf geben, der wo eh alle trifft, die wo zusammenstehen. Mhm. Ist schon ganz praktisch, die Kombi. Der Red Tank soll auch wieder Dings kriegen, den Vortex. Habe ich gehört, da muss man mal gucken. Kann der mit skillen, ja. Konnte er eine Weile lang nicht, ne? Jetzt soll er anscheinend wieder kriegen, da muss ich jetzt mal gucken. Achso, der müsste schon drin sein. Heute habe ich auf jeden Fall irgendwas gesehen.
Okay, ja stimmt, ja, der Patch ist schon live. Muss man mal schauen, in welcher Reihe der mit drin ist, ob der mit dem Knockback mit drin ist. Ich glaube, der war bei 3 drin. Nein, Bin jetzt mir habe ich nicht hier den sicher. Speed nicht gekriegt, weil ich einmal gerollt bin. Ja, schöne Scheiße, dann supporte ich mich raus und wieder rein. Ich würde euch auch raten, draußen rein supporten. Mal Ja, gucken, genau. wer die Mobs edit. Ja, weil da stehen die Mobs nämlich, ne? Das, Bis jetzt noch keiner. ich wette, die edit wer? Ja, ist Talent. Also in der zweiten Reihe. Ach so, das ist quasi, du kannst ja dann aussuchen, ob du den Charge nimmst oder den Dings. Na ja, gut. Ja, aber dann Charge ist halt schon wichtig, ne? An sich. Was nehmen wir da? Ne, komm, nehmen wir den Rücken, keine Ahnung. Gut, okay, 66,5 bin ich jetzt. Ja, schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Ach, Sklavenunterkünfte. Naja. Wie wollen wir es machen? Wollt ihr dann überhaupt Dings? Burning Crusade. Burning Crusade sage ich jetzt hier schon. Wattle queuen oder wollen wir Wattle einfach gar nicht queuen? Letztes Mal kam nichts Gescheites, als ihr dann angefangen Also ich weiß nicht, ich finde halt, also Yolnerub und so ist halt schon eine schicke Sache, ne? Also da habt. kannst du halt Ein nichts. bisschen durchwechseln können wir schon. Noch ist kein Stratholme mehr dabei. Ich würde, also, wenn Stratholm kommt, brauchst du es eigentlich echt nicht machen. Da kannst du eigentlich auch rausgehen, weil das ist einfach nur Zeitverschwendung. Da kannst du auch in der Zeit einfach questen, ja? Weil das ist echt einfach nur Zeitverschwendung, Stratholm. Die sollen halt in Stratholm am Anfang einen Dings einbauen. Ich kenne das bereits und direkt loslegen. Und selbst dann ist es noch eine Zeitverschwendung. Lass mal gucken, dass wir nur den Links pullen, den Naga. Das ist so eine schöne Idee. Ja, also von der Story her und so alles tutti, ne? Kann ich nichts sagen, aber wenn du halt nur schnell leveln willst, ist es halt echt. Ne, die dauert halt fünfmal so lang wie manche andere Innis. Da waren wir das letzte Mal eine halbe Stunde drin, ne? Oder noch länger sogar. Nee, aber ich finde es gut, dass du wieder die Möglichkeit hast, als Druid Tank auch Dings zu nehmen, ne? Den Vortex, weil das fand ich auch. Also, das Tank ist es halt auch praktisch, wenn du Typhoon und Vortex hast, du kannst halt die Mobs echt schön kiten, ne? Also, das macht halt schon viel aus. Willst du so rumgehen? Viel schneller? Naja, gut, bleibt sich echt gleich. Ich mach einen Stun rein. Da bloß, dass er links und rechts nicht pullt. Auf beiden Seiten sind Mobs, ne? Da ein bisschen gucken. Ich bin da relativ gut durchgedingst hier mit meinem G-Torpedo. Naja, nice. Okay, ich glaube, es hat keiner geedit. Wir können dann gleich da hoch, ohne was zu adden. Na, komm her hier. Und zwar auf der anderen Seite, wenn du richtig läufst, musst du die Trash-Mobs nicht machen. Und hier auf die Totems gehen. Dann hast du den Vorteil, dass der Boss sich nicht heilt. Hier kennt sich wer mit dem Monk Tank aus. Wenn ich das eiserne Gebräu gleich die drei Stacks hochstack, dann habe ich keinen Nachteil, oder? Also quasi. Gut, außer ich muss halt zwischendrin abstaffeln, ne? Klar, aber in der Theorie stackt sich das ja hoch, ne? Also das gibt ja keinen Cap, oder? Also jetzt einfach hier und dann muss man hier hochspringen. Dann geht das eigentlich. Hier, wenn du so hochspringst. Oder wenn du natürlich stealthst, ne? Das ist natürlich die andere Variante.
Soll ich die Mobs extra hochziehen und du grabst sie mir zurück hier, ne? Dann killen sie dich zumindest nicht. Das ist richtig, ja. Ah, warte, die sind angetankt. Weiter geht's. Ich habe jetzt zum Glück einen Master hier. Einmal kann ich solche Späße machen. Der erneuert nur die Dauer, aber obwohl, aber schau, jetzt habe ich es auf 15 hochgebastelt. Ich meine, das kannst du dann weiter hochstecken, weil ein Stack, warte, macht nur 7 Sekunden, also du kannst das schon weiter hochstecken. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwo ein Cap gibt, ob es irgendeinen Nachteil davon gäbe. Weißt du? Ich kann sie dir doch eh dispeln, oder? War das nicht das Ding? Nein, das ist doch der positive Effekt. Das kannst du ja nicht dispeln. Das liegt natürlich genau schön in die Viecher rein. Naja, die hätten wir jetzt nicht gebraucht. So, warte, komm her. Ja, jetzt kriegen wir natürlich alles. Ne, schau, 6, 12, 18. Ne, okay, also das passt. Ich stun sie mal alle. Kann ich es noch weiter? 20. Schau, ich kann sogar auf 20 Sekunden hochbasteln. Das funktioniert tatsächlich. Okay, also kannst du es eigentlich. Okay, die haben die oben auch noch geedit. Also du hast keinen Nachteil dadurch, außer du gehst halt zwischen so ein Gelb, ne? Also mit dem Staffel. Dann wäre es halt vielleicht sinnig. Na gut, das haben wir hier gleich komplett aufgeräumt. Kann ja einer hochgehen und den Typen anquatschen, das müsste für alle zählen. Ja, seht ihr, zählt für alle. Ihr müsst nicht hoch, es zählt für alle, wenn einer hochgeht. Naja. Du kannst halt gleich stacken und musst halt nicht mehr gucken. Naja, bleibt sich ja gleich, ne? Jetzt habe ich es halt komplett hochgedingst. Gut, zwischendrin musst du halt das mal abstacken dann. Das ist klar. Das ging ja bloß, ob man es hypothetisch machen kann. Weißt du, um das geht's mir. Weil beim Druid Tank ist es ja anders. Da tust du ja nicht das Ding verlängern, ne? Sondern, jetzt pull ich mal den Boss ran. Oh, der hat, glaube ich, relativ viel Schaden gemacht, ne? Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Oh ja. Da gehe ich schnell auf Gelb. Okay. Okay, da muss ich jetzt meinen Tank-CD mal schmeißen. What the fuck? Bist du noch einfach rein? Ja. Oh, tötet ihn, tötet ihn! Warte, ich kann ihn gleich nochmal abtaunten. Haben nochmal getauntet. Alter! Der hat mich mit einem Hit jedes Mal schon ins gelbe Staffeln gehaut, ne? Da brauchst du sonst eine riesen Mobgruppe für. Der haut richtig rein, der Boss. Das ist. Wie der Mili einfach nur gestorben ist, weil er daneben stand. Ja, der hat irgendwie, weiß ich nicht, ob der so klieft, so hundertprozentig, ne? Reck du mal, ich retz den anderen. Das ging auf jeden Fall gut ab, muss man sagen. Das ging gut ab. Alt, ich muss mir fix die Orb im Kakmugan holen. So, stell mich da in die Ecke. So, okay, geht weiter. Daniel, hey, grüß dich. Oh, ins Nirvana geführt. Dann kommt. Oh, ich bin Level up! Das war richtig. Das wäre knapp geworden. Ah, schau mal, das war jetzt gut mit dem Wegnocken. Das konnte man brauchen. So kannst du es machen, ja. Das ist manchmal sinniger als heilen. Alle Mobs ins Nirvana kicken. Vor allem, wenn sie eh schon gefrostet sind. Aber eigentlich kannst du nicht knockbacken, wenn sie gefrostet sind, dachte ich. Doch.
Ich glaube, Frost der hat kam dann. danach von Ja, wollte gerade sagen, das hinten. kam danach, weil wenn im Frost kannst du nicht knockbacken, weil die ja festgefroren sind, würde ja auch keinen Sinn machen. Ja, stimmt. Ob ich was Bestimmtes vorhab mit dem Monk? Ja, ich möchte die Dings, schau mal, schau dir den mal an, den halt jetzt läuft dieser Magier in mich in mir drin. Das ist ein Magar-Ork, ein Schicke, ja, halb nackt. Und zwar ist der für das Achievement. Den muss ich auf 120 bringen. Gibt's ja die verbündeten Völker, wisst ihr? Hier, warte, wo haben wir's? Unter Ruf und dann hier unten gibt's da Achievements, wenn du die hochbastelst. Und da fehlt mir noch der Dunkeleisenzwerg, der ist jetzt auf 109, da fehlt mir jetzt genau nur ein Level, beziehungsweise ein halbes, dann habe ich den oben. Und den Magar-Ork, das ist der zweite im Bunde, der mir noch fehlt. Und ja, dann bin ich durch quasi. Deswegen spiele ich den jetzt hoch, ne? So, deswegen habe ich meine ganzen verbündeten Völker hochgespielt, weil an sich Chars habe ich ja genug, ne? Also an dem liegt es nicht, ja? Ich spiele den nur hoch, dass er noch mehr Mounts fahren kann und so. Das auch, ja. Ah, shit, jetzt haben wir alles gepullt. Ich bin wieder ges. Ich bin die ganze Zeit im Stun. Ich kann jetzt nichts machen. Okay, warte mal. Ich kann die jetzt gleich stunnen. Kommt, Mars dann kommt. Was weg da. Wir haben alles geedit, ne? Das war nicht so gut. Nee, ich spiele tatsächlich beides, wobei ich jetzt im Moment relativ viel auch Horde spiele. Liegt aber auch daran, weil ich mit meinem Hordenschar ja raide, weißt du? Und wir ja die Mythic Raid auf der Hordenseite haben. Deswegen, ja, spiele ich halt jetzt auch relativ viele Hordler. Obwohl ich habe an sich mehr Alice-Chars, ne? Aber ich habe auch, was ich glaube, 20 Chars auf der Horde oder so, ne? Also beides. Habt ihr den Typen angequatscht? Haben wir den? Nee, ich habe den Typen, glaube ich, nicht angequatscht. Für die Quest ist es schon, aber sollen wir ihn aktivieren? Ja, dann kriegst du nämlich noch einen Buff. Gut, da kommen, glaube ich, Und noch mal Gegner? Nager. Der bufft dich aber, den, ich glaube, den behältst du sogar. Ja, gegen Naturschaden, glaube ich. Der nicht noch irgendwas anderes gebracht? Guck mal gleich. Hä, eigentlich hat der Typ dich immer. Oder musstest du die Typen erst kaputt machen, dass du Kommt den Buff. jetzt. Jetzt muss ich ihn nochmal ansprechen und dann kriegst du ihn, mein ich. Nö, der läuft jetzt da irgendwie. Ich glaube, der hat keinen Bock auf uns. Jetzt. Ja, wo ist. Ach, da ist er. Ja, schau, jetzt bufft er hier MDW einmal. Naja, Nächste alle Runde. Attribute um 5%. Das ist nicht schlecht. Eine halbe Stunde. Jetzt überleg mal, den könntest du sogar mit einem 110er holen, irgendwas krasses machen. 120er, ne? Müsste deine Rüstung und Dings, warum es Wert auch erhöht werden. Ihr müsst den wegdrehen, ne, wenn der. Ne, ja. Genau, sonst brefft er in die Gruppe rein, dann ist ziemlich schnell Ende im Gelände. Das ist auch ein Hardhitter-Boss auf jeden Fall. Der ist fies, vor allem wenn die Leute es nicht checken und sich dann gegenseitig wegbreffen. So, nice. Dann, warte mal, gab es hier nur zwei Quests oder bin ich ein Gammler? Hi. Fuck, ich bin Gammler. Hast Ich du habe die ein. extra Quest nicht angenommen? Ja, ich habe anscheinend eine Quest verpasst. Schade, aber dafür habe ich gerade Kak'Mugan gewonnen. Ah, wenn ich rausporte, ist der Buff weg. Na, schöne Scheiße. Das haben die schon clever gemacht, dass du den nicht mitnehmen kannst. Hä? Ja, ich habe eine Quest nicht angenommen. Ich bin so ein Vollidiot. Ich dachte mir doch, dass es hier mehr Quests gab. So, Ja, ein. die 27k geben. Ich krieg 45.000. Ja, den einen Boss töten. Naja, egal. 45.000 EP nicht. Ja, gut, was bin ich jetzt für ein Level? Jetzt sind wir 68, ja. Achso, Prüfung der Champions ist jetzt dabei. Jetzt hätten wir nochmal Dings. Naja, gut, jetzt haben wir schon Block, egal. Ich spiele echt, also vor allem jetzt im Battle for Azeroth spiele ich echt gern beides, weil es
Ich weiß, es heulen viele wegen dem Addon rum, aber die Story-Kampagnen sind echt gut gemacht. Besser als in vielen davor Addons. Also muss man sagen, die. Und die sind vor allem auch bei beiden Fraktionen komplett anders. Wenn du jetzt Legion zum Beispiel betrachtest, da ist es egal gewesen, ob du Horde oder Allianz spielst, du hast die volle Story mitgekriegt. Ja? Jetzt in dem. Quasi in dem Addon hast du komplett unterschiedliche Geschichten, ne? Sowohl Horde als auch Allianz. Deswegen ist es da echt praktisch, wenn du beides spielst. Also das merkst du. Da finde ich es ganz gut, mal beides durchzubasteln. Ich habe jetzt quasi sozusagen zwei Main Chars, ne? Einmal den Horden, einmal den Ali Main Char. Und ja, das ist angenehm. Ich sag mal so, vom Story Point of View ist es ein gutes Addon. Ich mag, finde ich gut umgesetzt. Das Azerith-Gear finde ich auch nicht sonderlich gut gelöst. Also ich finde, es motiviert mich nicht so wie die Halskette zum Beispiel. Und das ist halt für viele der Hauptgrund, warum sie das Spiel spielen, ne? Also dieses Raid-Progress-Ding und sowas, ne? Ich kann das verstehen, dass das einige demotiviert, aber ich spiel halt sehr viele mehr Facetten von dem Game als vielleicht manch anderer. Deswegen gucke ich nicht nur auf den Punkt. Okay, die Mobs hauen hier extrem rein in der Instanz. What the fuck, was ist denn mit euch verkehrt? Also hier können wir keine Bin Big Pulse. gesperrt. Hier können wir keine Ja, Big Pulse 8 Sekunden lang Cast gesperrt oder 10 sogar. Okay, das sind dreckige Mobs. Ey, da war ich doch letztens im Parler drin, hab hier den ganzen Laden zusammengepult, ne? Du bist aus dem Parler und kein Monk. Ja gut, wenn du hier viele Caster hast, viel Caster ist das ätzend, dann gehen die Mobs halt auch nicht down, ne? Wenn ihr die ganze Zeit gesperrt seid, ist klar. Dann machen wir das jetzt vorsichtig. Ja, komm, wir machen das jetzt vorsichtig. Kein Bock hier rum zum Vipen. Vor allem die chargen den, dann kannst du erstmal nichts machen. Aber auch schon, schau mal, auch schon die paar Mobs hier. Was ist denn los? Dein Transmogier ist schuld. Wahrscheinlich, weil ich eigentlich gar keine Rüstung anhabe, weißt du? Das ist. Das Problem ist, ich hab auf dem Level kein sinniges Monk-Transmog, dass das gut aussieht. Und wenn du nichts machen kannst, was gut aussieht, dann machst du es, dass es so scheiße ist, dass es gar nicht mehr geht. Ja? Machst du genau das Gegenteil. Gut, jetzt das Problem ist, jetzt habe ich wieder andere Schuhe an. Ne? Jetzt ist mein Ureinwohner-Transmog schon kaputt durch die Schuhe hier. Ich muss öfter auch meine Erfolgsfähigkeit mal ziehen. Du hast keinen Plan, was du in WoW machen sollst im Moment. Ja gut, ich bin halt jemand, der Achievements und andere Sachen auch farmt, ne? Mounts und Collectible und da gibt's so viele im Moment, dass ich gar nicht hinterherkomme quasi, ne? Wenn dich das halt alles nicht interessiert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du relativ schnell nichts zu tun hast. Das glaube ich, ja. Das ist halt immer das, was du an Content spielen willst. Und ich habe da halt schon viele Sachen, was ich in dem Bereich mache. Ah, ich hasse diese Mobs. Stunnen sie mal. Ich habe mich mal selber voll hier. Zwar muss ich mal gucken, wie viele Mobs wir hier brauchen, aber ich glaube, wir müssen gar nicht so viele machen. Sollen wir da mal einen Masspull machen? Der eine kann halt vier, ne? Also da müsst ihr euch ein bisschen aufpassen. Oh fuck, ich bin voll gefiert. Kann mein CD nicht ziehen? Oh, okay, gut, mein CD ist drin. Dass es so viel bringt, ist die andere Sache. Okay, ich muss da rausrollen, sonst verrecke ich. Ich stun sie mal alle. Ne. Okay. Müssen kleine Pulse machen. Außer wir kriegen die halt schneller down, ne? Bei dir kommt von der Heilung halt nichts an. Ja, wenn wir sie halt quasi innerhalb von 10, 15 Sekunden down kriegen, dann geht's. Aber wenn wir halt selber auch alle weggefeiert sind, ne, dann gehen die Mobs nicht schnell genug tot.
Gefühlt habe ich mit dem Pala auch wesentlich mehr Damage gemacht. Allein mit dem komischen Werfen, Schildwerfen da. Das haut halt ordentlich rein, das stimmt Vor allem schon. mit Brock und so, das ist ja dann direkt mal ein Damage-Push. Mal gucken, hier noch ein bisschen Gear. Mal schauen, vielleicht können wir irgendwas anlegen. Ja, schau, da können wir schon ein bisschen nochmal das Gear verbessern. Irgendwas kann ich noch auswechseln. Schuhe? Nee. Ah, den Gürtel hier. Wir müssen halt gucken. Ich glaube, du musst hier fa fast nur ein paar Mobs dazu machen. Wegen der Quest, ne? Obwohl die. Oder die kommen. Nee, die kommen, glaube ich, alle hinten. Die nächsten, die wir jetzt noch brauchen. Bei Silbermond wegen der Traditionsausrüstung. Ich weiß nicht, ob es noch geht, ja? Ich weiß nicht, ob es noch geht, aber, jetzt haben wir den mal einzeln. Früher war es so, dass du eigentlich am schnellsten deine normalen Fraktionen im Alterac Valley hochbekommen hast. Da gab es diese Zeichen, die du abgeben konntest, und das ging extrem zügig. Ich weiß nicht, ob das noch geht, und ich weiß halt nicht, ob die. Obwohl, Silbermond müsste da eigentlich auch drin sein. Die müssten da eigentlich auch drin sein. Also du kriegst ja eigentlich durch alle Fraktionsquests, ne, die von der Horde sind, kriegst du eigentlich alle für alle Fraktionen Ruf. Deswegen ist eigentlich, wenn du einen Char durch Questen hochspielst, hast du dicke die Fraktion auf ehrfürchtig. Ne, aber früher meine ich, dass ich den Ruf überdings über Altstadt Valley dann nachgefarmt habe. Und das ging eigentlich relativ zügig. Da gab es diese grünen Kugeln, die du abgeben musstest. Also bei der Allianz waren es die grünen Kugeln, aber bei der Horde funktioniert es genauso. Von diese Sturm irgendwas Kugeln hießen die. Und da hast du extrem viel Ruf gekriegt. Ja, also ich finde ja, theoretisch könnte dieses Azerith-System auch gar nicht so schlecht sein, ne? Bloß es ist halt irgendwie shitty umgesetzt. Die Teile sind halt nicht, also die Trades, vor allem die da hinten kommen, sind halt nicht so gut, dass ich wirklich motiviert bin zu sagen, hey, nice, ich krieg jetzt hier eine krasse Belohnung, jetzt farm ich Azerith. Hatte ich noch nie, ich habe nie Azerith gefarmt, dem ganzen Addon nicht, ne? Und ich habe jetzt, bin ich jetzt von der Stufe her mit meinem Horden-Main-Char auf 35. Das ist nicht hoch, ja? 35 ist nicht hoch, da sind viele wesentlich drüber, aber ich habe noch nie großartig gefarmt, ne? Aber ich habe jetzt alle Trades freigeschalten, die Items, die ich habe, sind quasi 390 damit. Und ja, habe es nie großartig gefarmt, also die Notwendigkeit war halt einfach nicht da. Es entwickelt sich dann halt eher zu so einem Passivsystem. Mal gucken, sie wollen jetzt ein bisschen was ändern. Mal schauen, was daraus wird. Ne, das muss man abwarten. Aber bis jetzt haut mich das System nicht vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal, diesmal habe ich die Quest angenommen, ne? Ja. Stimmt, die Wappenröcke kannst du auch noch anziehen. Ja, richtig. Du hast ja jetzt Wappenröcke der von den Fraktionen. Stimmen, da hast du vollkommen recht. Das auch gern beim Leveling schon immer Wappenröcke wechseln und bis du Max-Level bist, hast schon drei oder vier Hauptstädte auf ehrfürchtig. Gut, klar, stimmt, das kannst du auch immer machen, aber warum machst du das? Also, dir bringt ja der Ruf an sich nichts, oder? Mit einem neuen Char? Ich Oder, nicht. ein, oder einfach so ums Haben willen. Einfach zu haben, ja, Okay, stimmt. ja, weil ich bin jetzt gerade überlegen, was du da bei den Fraktionen kriegst, eigentlich nichts sonderlich Tolles, ne? Jetzt hier meinen Master nicht rauspulvern müssen. Ja, die haben schon ordentlich. Also die Indie ist tough, ja. Ist auf jeden Fall tough. Tougher Laden hier. Ja, lass mal rechts rumgehen. Müssen wir eigentlich nicht alle machen. Putt werden wir dann gleich machen müssen. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Schaut aber, dass ihr ganz hier in die Ecke geht, dass wir die beiden Gruppen dann nicht zusammenkriegen. Warte, den pullen wir jetzt noch raus. Und die Putt, das müsste eigentlich gehen. Ach komm, nein. Jetzt fährt er uns in den anderen Scheiß rein. Okay, wir haben nicht geedit, wir haben nicht geedit. Okay, sehr gut. Es war aber knapp, ne? Es war aber arschknapp. Oh?
Naja. Ah, shit, jetzt werde ich wieder aus dem BG rausgevotet. Verdammt! Nein! Wieder hier zu viele AFK geleecht. Ah, das wird nichts mehr. Ja, okay, schade. Stimmt, das muss ich auch noch machen, die Traditionsausrüstung, ne? Muss ich mal gucken, ob ich einen Blutelfen habe, der den Ruf hat. Dann müsste ich das quasi auch nochmal hochfarmen. Das mache ich dann, sobald ich die Chars hier alle auf 110 habe. Dann wird das so das nächste, was ich angehen werde. Welchen Ruf brauchst du da, oder? Naja, du hast die Zwerge, sind quasi eine Fraktion, ne? Da brauchst du halt Eisenschmiede und die andere Traditionsausrüstung ist Blutelfen. Warte, Silbermond. die können. Ja, Silbermond dann. Ja, genau. Ich brauche mal einen noch Tipp. Ah, shit. Ja, rausgeviert hier. Ja, aber besser als in die nächsten Mobs. Und 4 CC, also kriegst alles weiter. Jetzt kriegt ihr mal ein CC hier. Ist mal Ruhe im Karton. Ah, jetzt haben wir schon in die andere Gruppe reingeführt. Ah, gerade noch mal Glück gehabt. Wow. Ich mache Anregen, weil ich keine Energie mehr habe und dann bekomme ich Stille für 5 Sekunden. Ja, das ist eine bitchy Innie hier. Oh, definitiv. Also da musst du echt gucken. Die ist echt kacke. Holst du nach der Innie den Monk-Buff? Noch nicht gleich. Ja. Ah, jetzt. Ach komm, du läufst in die Mobs ran und kriegst instant einen CC. So ist das immer gut zum Mobs antanken, ja? Wenn du nicht mal einen Hit rauskriegst. Damals gab es hier doch noch eine Begleitquest, oder? Ja, naja, ich wollte vorher schon sagen, wo ist denn eigentlich diese Begleitquestin? Da hattest du hier irgendwo einen Typen, den hast du angequatscht und du hast wieder komplett die Ini zurücklaufen. Das war mal richtig schön. Da hast du dich noch gefreut dann, wenn du den Kack machen durftest. Dass du dann irgendwo ganz am Ende nochmal so ein Portal oder irgendwas gehabt. Ja, richtig. Wurde dann ewig nochmal Mobwellen. Es hat ewig gedauert. Die hat sich dann aber auch gar nicht mehr rentiert zu machen, weil, ja, das einfach ewig gedauert hat für nix. So, jetzt machen wir aber hier mal die Mobs alle weg. Normalerweise habe ich hier mal den Endboss gepult in den ganzen Raum, aber ich glaube mal, das überleben wir nicht und dann können wir wieder reinlaufen. Das ist es dann nicht wert. Dass wir mal für unsere Quest hier noch alles voll kriegen. Einen Mob brauchen wir noch. Bist du übrigens ein paar Minuten über der Stunde? Ja, ich hab's schon gesehen. Bin ein bisschen drüber. Aber nicht viel, 7. Sind jetzt gleich am Ende. Dann Hast steigen du wir jetzt nochmal auch ein die Quest Level ab. fertig? Dann. Dispelst du den 4 immer, oder? Bei dir schon, ja. Okay. Na, nicht schlecht. Heiler der Dispel. Das. Was kostet der Dispel bei dir im Verhältnis zu den anderen Fähigkeiten an Mana? 90 Mana kostet er jetzt. Der Rest kostet so 200. Okay, ja gut, das geht. Es gab auch Zeiten, wo der Dispel mal so teuer war, dass ich die Heiler mal geschrieben habe, nee, Dispeln kann ich nicht, zu so teuer, hab kein Mana dafür. Vor allem im Raid war das öfter mal so. Oder im Classic dann Stufe 1 Dispel rauspacken. Ja gut, mit den Rängen noch, ja. Das waren noch Zeiten. Die explodieren, ne? Wenn sie sterben, da solltet ihr nicht daneben stehen. Am besten haut ihr eine Frostnova raus und geht weg von ihnen. Oder ihr kickt sie weg, genau. Schau mal, da ist jetzt das Ding ganz praktisch. Die hauen nämlich relativ viel Damage raus, wenn du daneben stehst. Genau wie solche Sachen ist es praktisch. Genau diese Rüstung will ich haben von dem Typ. Was von diesen Astralen? Naja, das ist ja nicht unbedingt eine Rüstung, sondern das sind ja so Energiewesen, die so nur so Binden rumhaben, ne? Egal, ich will die haben. Vielleicht kommt ihr mal irgendwann als Rasse rein. Das wäre cool, die würde ich nicht sofort spielen. Als Magier oder so dann. Mann, schon was her, ja. Gibt's halt dann keinen Gesichtsausdruck, ne? Also die haben halt nur so Binden. Jetzt schauen wir mal. Also ein Level komme ich auf jeden Fall noch hoch mit Quests.
Je nachdem, wie viel die geben. So, eine Binde haben wir. Drei Level vor mir, also zwei. Ja, 69 bin ich jetzt. Mit 60 habe ich gestartet, aber ich war schon kurz vor vom Level Up. Jetzt Ich ja schauen wir eben mal. auch. Na gut, die bringen nur 21k, da komme ich kein Level mehr hoch. Gut, dann sind wir jetzt mit der Folge am Ende. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und gerne bis zur nächsten. Euer Tilla. Bis dann. Ciao.